Ja, Frau Präsidentin, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insgesamt 7 Mandate, die es heute zu verlängern gilt. Und die CDU-CSU wird alle 7 Mandate beschließen, weil es darum geht, die Stabilität und Sicherheit zu stärken, zu sagen, wir sind verlässlich im Verbund, aber auch zu sagen, dies ist ein Beitrag für die Sicherheit unseres Landes für 3 Monate, damit die neue Bundesregierung dann auch noch einmal neu bewerten kann. Ich finde, das ist eine gute Maßgabe. Wir haben über die Jahre hinweg im Verteidigungsausschuss, im Haushaltsausschuss, aber auch im Auswärtigen Ausschuss die Lage vor Ort immer miteinander diskutiert und im Hauptausschuss dieses auch intensiv beraten. Und deswegen bitte ich auch dafür, dieses Mandat für Afghanistan weiter zu verlängern, meine Damen und Herren. Viel ist erreicht worden. Jetzt gilt es, die Erfolge auch zu festigen, aber auch zu sagen, die Anstrengung darf nicht nachlassen. Der Terror muss bekämpft werden. Die zivile Entwicklung muss gestärkt werden. Fluchtursachen müssen beseitigt werden. Und das liegt auch im eigenen Interesse unseres Landes Deutschlands. Es war die klare Zielvorgabe, von afghanischem Boden darf kein Terror ausgehen, der die westliche Welt bedroht. Dort ist viel erreicht worden. Und für das Erreichte danken wir insbesondere auch den zivilen Helferinnen und Helfern, aber auch unseren Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank dafür. Dies ist kein Kampfauftrag mehr, sondern eine Beratungs- und Ausbildungsmission innerhalb der NATO-Kräfte mit 39 Nationen. Und die afghanische Armee hat viele Erfolge vorzuweisen. Sie kontrolliert 2 Drittel des Landes und damit 75% der Bevölkerung. Aber dies ist beileibe noch nicht als gesichert anzusehen, sondern die Anstrengungen müssen zum Teil sogar erhöht werden. Herausforderungen gilt es anzunehmen. Und wir können das vergleichen wie mit einer Brandwache. Wir müssen noch unsere Kräfte vor Ort halten, damit keine Konflikte wieder aufflammen. Aber es gilt vor allem auch zu sagen, wir müssen militärisch, wirtschaftlich und zivil vernetzt miteinander vorgehen, damit wir insgesamt eine sich stabilisierende Situation in Afghanistan bekommen. Und hierzu leisten wir als Deutschland einen Beitrag. Aber insbesondere ist doch die afghanische Regierung auch aufgefordert, ihre Beiträge noch einmal zu stärken, zu erhöhen. Es gibt gute Ansätze im Kampf gegen Kriminalität und Terror durch ein regionales Konzept. Aber ich sage auch deutlich in Richtung des Staatspräsidenten Ghani, dass die Anstrengungen Afghanistans, selbst die Lage stabil und sicher zu erhalten, erhöht werden müssen. Wir können nur einen Beitrag leisten. Aber dieser Beitrag ist auch wichtig und im Interesse unseres Landes Deutschlands. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch verlässlich zu unseren Partnern stehen, meine Damen und Herren. Und wir haben stabile Zonen, insbesondere im Norden und im Westen des Landes. Und es ist auch unser Ziel, dass Menschen, die sich hier unrechtmäßig aufhalten und die hier beispielsweise gewalttätig geworden sind, dass die auch wieder in ihre Heimat zurückgehen können. Auch deswegen müssen wir dieses Land stabilisieren. Aber ich habe großes Verständnis dafür und unterstütze die Maßnahmen, dass unrechtmäßig sich aufhaltende oder gar gewalttätig gewordene afghanische Staatsbürger auch wieder in das Land zurückgehen. Zu sagen, das Land sei in Gänze nicht sicher, ist falsch und wäre auch ein falsches Signal nach Deutschland. Deswegen unterstütze ich hier diese Maßgaben auch der Rückführung. Auch das ist Verantwortung, meine Damen und Herren. Deutschland nimmt diese Verantwortung wahr im Bereich der Vereinten Nationen, innerhalb der NATO, der Europäischen Union. Und so begrüßenswert es auch dann auch noch mal ist, deutlich zu machen, die Entwicklung, die sich jetzt mit PESCO verstärkt, zu sagen, wir machen Verteidigungspolitik und wir müssen auch Außenpolitik noch stärker in Europa miteinander koordinieren. Das sind ganz, ganz wichtige Signale. Gleichzeitig auch die Sicherheitsarchitektur im Inneren zu stärken, die Streitkräfte, die Polizei, das Bundeskriminalamt, aber auch die Nachrichtendienste. Sie gehören alle dazu. Unser Auftrag ist es immer, sie an die Lage anzupassen. Und deswegen schließe ich mit einem ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die sich einsetzen für die Sicherheit unseres Landes. Das sind die wahren Säulen, und sie brauchen die volle Rückendeckung unseres Parlaments. Und auch deswegen sagen wir, bitte unterstützen Sie weiterhin
das Mandat in Afghanistan, denn es trägt zur Stabilität und Sicherheit auch unseres Landes bei. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Henning Otte. Der nächste Redner redet jetzt seine erste Rede im Deutschen Bundestag, René Springer für die AfD-Fraktion.